Ja, Mann, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Kate unterwegs, beziehungsweise das sage ich da. Wir sind heute mit Alice aus dem Wunderland unterwegs, Leute. Ich musste mir auf jeden Fall jetzt erstmal das Outfit gönnen und werde jetzt Kate main. Ich bin ja ein kleiner Alice im Wunderland-Fanboy. Wir haben folgendes Setup dabei. Wir schaffen das, beweise dich, Adrenalin verzerren und wir legen direkt los. Viel Spaß mit der Runde. So. Alice im Antitus-Land. Gut, ich guck mal, ob ich hier direkt an den Jen rankomme. Oben vielleicht. Die rennt raus. Ist hier keiner? Doch, der ist nur zu, ne? Ja. Okay. Haddonfield, Leute. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber die sind von so einem Hof schon. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. I don't know. Vielleicht haben die mich auch betrogen. Mal schauen, wie es morgen mit inner. Ach, stimmt. Stimmt. Da war ja was. Ich erinnere mich. Hast du ja schon gesagt, dass es irgendwie ein bisschen auf sich warten lässt. Wieso hast du nicht das Alice im Wunderland-Outfit an, Jägerin? Die wachsen unter Planen. Ah, okay. Ja, also auf jeden Fall wurde auch gecallt, dass die jetzt schon von diesem Hof waren, ja. Weil der Skin für dich. Echt, findest du? Ich finde, der sieht auch cool aus. Aber vielleicht bin ich halt auch einfach ein zu krasser Alice im Wunderland-Fanboy. Bringst du jemanden mit? Ah, oh, die hat mich gesehen. Abgenommen wie ein Ehrenmate. Funktioniert die Richtung genauso nicht wie in die andere, hä? Wo ist die Logik? Der hat den Raum schon verlassen. Du musst halt, wenn, an der Palette das wegmachen. Upp, aber da ziehe ich einfach. Wir riechen uns später. Ich kann nicht glauben, dass wir riechen uns später auf Wiedersehen abgelöst hat. Okay, Jen, let's go. Yay, erster Generator ist fertig. So. Weiter geht's. Okay, das heißt, bei Vic schauen wir, was morgen Internet sagt und sonst, vielleicht hat er auch Timo Bock sonst oder so, aber wir warten erstmal ab. Nicht, dass wir jetzt dann Timo schon fragen und dann haben nachher beide Zeit. Und dann darf ich nicht mitspielen. Toll. Dann spiele ich alleine und jag euch. So, jetzt auch mal ein bisschen Gen-Time. Ich meine, hey, wir haben immerhin die Fang gerettet. Reden wir es uns mal ruhig ein. Verfolgungsjagd gegen die Jägerin gewonnen. Und wenn ich wollen würde, könnte ich eine Schoko-Erdbeere essen. Denkt mal drüber nach. Ja, wenn du auf die Füße zielst, triffst du halt, also die Hitbox ist dann nicht größer, aber zum einen, wenn jemand sich duckt, wirfst du halt nicht über ihn rüber. Und die Survivor lehnen sich ja manchmal, aber die Hitbox an den Füßen bleibt ja immer an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn die Survivor sich so lehnen, kann es manchmal passieren, dass du auf die zielst und die Hitbox da aber gar nicht wirklich ist. Und das hast du halt auf den Füßen nicht. Weil die da einfach, ja, die Füße sind ja immer bei der Hitbox, weil die ja dann nicht so gelehnt sind. Wow, ein Erdbeerangeber, das hätte ich. Ja, da werden die richtigen Seiten der Leute. Guck mal hier, wenn ich dann irgendwie so komische Sachen mache oder so, ne, dann. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich so loslaufe, ist hier so ein bisschen gelehnt, und wenn ich dann eine Kurve laufe und die Füße sind halt einfach immer real sozusagen, ne? Ja, das hilft. Hilft auf jeden Fall gut, wenn man darauf
Bisschen zielt. Haben sie die Büsche. Haben sie das neu gemacht, damit man durchgucken kann? Mir noch nicht aufgefallen. Entschuldigung. Moinsen. Da ist sie ja schon wieder. Was ist denn mit ihr? Hey Ophelia, moin moin, na? Du darfst ver. Ja, wir machen. Wir jagen andere Leute. Komm, wir machen. Wir sagen, wie es ist, Leute. Am Sonntag Schnitter. Am Sonntag Schnitter und dann versuchen wir auch Leute zu jagen aktiv, wenn wir wen sehen. Also wir werden nicht wie der eine Typ abhauen, wenn jemand kommt, finde ich. Oh. Hat sich ja gelohnt. Wollte ich schlimmer mal machen. Schade. Konnte Feng nur einmal retten. Dann nehme ich hier nochmal die 1000 Punkte in der Zwischenzeit mit. Ey, Jesse, es war letztens wirklich so, ich habe eine Lagerkiste gekauft und die Lagerkiste war wieder verbuggt. Wirklich. Aber das hast du ja nicht gesehen, weil du den Anfang des Streams quasi nicht gesehen hast. Aber es war wieder so. Ich habe die Lagerkiste gekauft, weil ich auch mal der Gönner sein wollte, so im Team. Und es ging nicht. Schon wieder nicht. So, ich gehe an den Generator, weil die sind da sowieso schon zu zweit. Was soll ich da auch noch rumeiern, oder? Ist auch schon fertig. Der ist jetzt am Gen und die sind beide jetzt am Gen. Weil sie da einfach rumsteht. Das ist doch lächerlich. Das ist doch nicht ihr Ernst. Da wird wirklich gecampt? Okay. Dann gehe ich natürlich helfen. Weil ich dann hiermit beweise dich. Können wir den Generator vielleicht noch... Ja, was heißt vielleicht? Nein, warum? Ah. Das wirst du nicht schaffen. Das wird nur ein Trade. Vor allem, wenn du von da kommst. Vielleicht will sie ein Adre-Play machen. Das wäre das Einzige, was noch Sinn ergeben würde, oder? Ich fühle das. Ich will auch immer helfen, aber in der Situation wird sie dich abwerfen und dann wird sie dir den nächsten Hit einfach so drücken, wenn du rankommst. Jetzt geht sie zu dem anderen runter. Wow, stink ich oder so? Nur weil ich 3 Wochen nicht geduscht habe, oder was? Okay, Leute, ich weiß, dass es dumm ist, weil ich ja auch gerade gesagt habe, halt, wie es ablaufen wird, aber wenn wir jetzt zu zweit rangehen, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Let's go. GG! No. Hier unten habe ich ja schon gezogen. Ah, fuck my life! Oh, oh mein Gott, sie hat die andere getroffen! Was? Oh mein Gott, das wollte ich nicht, es tut mir so leid. Was war da denn los? Ich noch schön mit dem Bodyblock. Man kennt ihn. Der Anti-Mate. Und dann... Ich habe keine Ahnung, wie sie dadurch mich wieder durchgeschlagen hat. Aber der darf ja auch nochmal hängen. Ich würde Adre-Play wieder versuchen. Obwohl, wir sind eh zu dritt hier. Feng auch Adre dabei? Nee. Aber ich hab, wir schaffen das. Wir können ja theoretische Nöte haben, ne? Geht ihr beide ran und ich mache Ausgang? Oder was ist der Plan? Ich gehe mal mit. Oh, scheiße. Jetzt ist die eine schon... Die eine ist schon verletzt. Okay, komm, zu zweit schaffen wir es.
Ja, der Adre. Kacke. Hätte ich da nicht nochmal einen tanken können? Huh! Die steht ja noch. Die steht ja noch! Mahlzeit! Kannst du die Palette notfalls wegnudeln? Nee, kann sie nicht. Okay. Okay, wir heilen uns schnell. Wofür haben wir denn das Medikit dabei? Ich kann nicht glauben, dass ich hier gerade nochmal wieder entkommen bin aus der Jagd. Vorerst. Ausgang war hinten links, oder? Ein bisschen aufpassen. Let's go. Leute, was war da los, ey? was eine wilde Runde. Jetzt sind noch alle rausgekommen. Es sind echt noch alle rausgekommen. GG. Leider wieder nichts für meine Quest gemacht, aber hey, macht mal nix. GG. Es war so wild, dass eine Mal, wo sie... Also ich hätte schwören können, wenn, dann trifft sie mich. Oh, wir haben einfach viermal schillernd. Das ist das Alice im Wunderland-Kostüm, Leute. Kauft es euch. Oh, geil. Was hatte sie denn so dabei? Hopp. Sackgasse wussten wir, weil deswegen haben die anderen aufgehört. Und Stromstoß wussten wir, glaube ich, sogar auch. GG, ey. Was eine wilde Runde. Was eine wilde Runde. Auch ordentlich Blutpunkte da rausgeholt. Genau so muss es sein, Leute. Ich finde, Alice hat hier richtig gut reingecarried. Falls ihr das auch so seht, lasst ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.